einmal freue ich mich, Sie alle, die Sie heute hierher gekommen sind, zu unserem Konzert in der Dreieinigkeitskirche begrüßen zu dürfen. Ich tue dies im Namen der Gemeindeleitung der Evangelischen Kirchengemeinde Siemensstadt, zu der ich vor zuletzt 17 Jahren auch einmal gehört habe. So begrüße ich dich. Wo bist du denn, meine liebe Frau? Ja. Und Christine Hubig neben mir, die wieder einmal mit ihrer Sopranstimme dabei ist. Da freuen wir uns sehr. Mit herzlichem Dank für die intensive Vorbereitung und Gestaltung dieses Konzerts. Ferner begrüße ich auch insbesondere Ulrike Hoffmann, die früher bei unseren Konzerten mit der Querflöte mitgewirkt und außerdem immer wieder Malwerke fürs Programm geschaffen hat. Dies trifft auch jetzt wieder zu. Wir danken ihr für das schöne Bild zum Thema Erd und Himmel sollen singen. Und ich begrüße Sie, unsere Gemeindeglieder, und ebenso herzlich alle diejenigen, die aus anderen Gegenden Berlins heute hierher gekommen sind, heute zu uns gefunden haben, trotz Regenwetter in unsere schöne Dreieinigkeitskirche. Ja, wer kommt denn da? Mal was ganz anderes. Hallo, ich bin der Empfangschef. Und das hier auch. Eigentlich bin ich doch hier der Herr des Hauses. Bist du gar nicht. Der ist immer so vorlaut. Nein, das bist du überhaupt nicht. Warte mal, könntest du ja Herr im Haus sein, natürlich jetzt. Ach so, sind wir jetzt hier beim Karneval? Ja. Nee. Im Nebenraum ist so entsprechend dekoriert. Ja, sind wir aber nicht. So, du bist ziemlich verheddert, mein Lieber. Ach, mach doch nichts. Ja, was für eine Veranstaltung bin ich denn hier? Da singt jemand, ja? Also singen kann ich auch. Nein, wir sind nicht im Zirkus. Das ist hier eine Kirche. Ach so, ich dachte, der rote Teppich. Sind wir nicht bei der Berlinale? Nein, mein Lieber, die fängt am nächsten Donnerstag erst an. Naja, aber der rote Teppich hier. Ach, er ist dumm. Wir sind in der Kirche. Der rote Teppich, der ist da, wo es zum Altar geht, dass man da hinguckt. Auf die Bibel, auf das Glasfenster mit dem Lamm, die Kerzen. Ach so, aha. Und was soll jetzt hier passieren? Ja, das hat hier der ehemalige Chef dieses Hauses schon gesagt. Das ist nämlich der Rainer Herbert. Naja, ich habe nicht so gut aufgepasst. Der hat gesagt, wir machen hier Musik. Ach so, das soll ich nun wissen. Und was wird hier für Musik gemacht? Ja, hier sitzt die Christine. Hallo? Und diese Christine, die singt schön. Ach so, ja, 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 das habe ich doch schon verstanden. Und machst du auch was? Ich? Ja, ich spiele Orgel. Oh Gott, auch das noch. Das muss ich mir jeden Tag schon anhören. Die Klimper. Jetzt reicht mir das aber und jetzt spielst du ja auch noch. Na klar, ich spiele woanders auch. Na gut. Jetzt beende deine Rede, wir wollen hier Musik machen. Okay. Dann wünsche ich euch allen viel Vergnügen, schönes Zuhören und einen schönen Sonntagnachmittag. So, jetzt mach, komm raus. Tschüss. Er kann fliegen. Solche Musiknachmittage haben ja hier in der Dreieinigkeitskirche seit 2005 immer wieder stattgefunden und sind bereits zu einer Tradition geworden. Wir freuen uns, dass es auch in diesem Jahr wieder möglich ist, zu solch einem Konzert zusammenzukommen. Und dass in dieser kleinen Kirche überhaupt erstmals in diesem Jahr wieder eine Veranstaltung stattfindet. Leider muss zugleich gesagt werden, dass dies heute wohl das letzte Konzert mit dieser Orgel in dieser Kirche sein wird. Denn schon in diesem Jahr wird es zu erheblichen Umbauarbeiten in der Dreieinigkeitskirche kommen, zugunsten einer Ausweitung der Kita-Räumlichkeiten.
Dabei wird auch die Orgel weichen müssen, die vor 20 Jahren zum 50-Jahr-Jubiläum der Kirche angeschafft wurde. Wie immer bei diesen Konzerten kommt unter anderem ein Orgelwerk von Vater unserer Organistin Heinz Kutter zu Gehör. Und wir denken an ihn, der in dieser Kirche einst bei so vielen Gottesdiensten und Festen gespielt hat. Bei den ersten beiden Konzerten hier war er noch dabei. Aber heute denken wir noch an einen anderen Menschen, der immer bei diesen Konzerten dabei war. Unser ehemaliger Kirchenältester Jörg Sonnabend ist am 26. Dezember im Alter von 89 Jahren von uns gegangen und wurde am 1. Februar kirchlich bestattet. Wir nehmen Anteil an der Trauer seiner Frau Dorit, die heute unter uns ist, und aller seiner Angehörigen. Über seine engsten Kreise hinaus hat dieser Mann für sehr viele Menschen viel bedeutet, insbesondere auch für unsere Gemeinde, in der er lange Jahre hindurch im Gemeindekirchenrat Verantwortung trug. Er hat sich auch immer für unsere ehemals selbstständige Dreieinigkeitsgemeinde und diese Kirche hier eingesetzt, hat dann aber auch in der mit Siemensstadt vereinigten Gemeinde weiterhin aktiv mitgewirkt und viel Wertvolles an Rat und Tat beigetragen. Auch für den Gemeindebrief hat er Artikel zur jüngeren Geschichte unserer Stadt verfasst. Ich spreche jetzt ein kurzes Gebet und dann wollen wir für Jörg Sonnabend eine Gedenkminute einlegen. Herr unser Gott, du hast Jörg Sonnabend zu dir gerufen. Wir wissen ihn in deinen Händen geborgen. Du nimmst ihn auf in dein ewiges Reich. Tröste alle, die über seinen Weggang voller Trauer sind, und erquicke sie durch dein Wort und deinen Geist. Gib uns allen durch Jesus Christus die feste Zuversicht, dass wir zu dir gehören im Leben und im Sterben und dass nichts uns von dir und deiner ewigen Liebe trennen kann. Amen. Nun werden wir noch für einen Moment still. Wir erleben heute wieder eine bunte Vielfalt von Komponisten, vom Barock bis hin zu unserer Zeit, darunter mehrere Titel Filmmusik. Wie immer soll auch heute wieder ein bestimmtes Gesangbuchlied in den Vordergrund treten. Diesmal werden wir uns das neuere Loblied Erd und Himmel sollen singen von Paul Ernst Ruppel vornehmen, zu dem ich dann noch einige Worte sagen werde. Dieses ganze Kirchenkonzert soll dann aber auch wieder ein Stück weit in den Rahmen einer sonntäglichen Andacht gestellt werden, mit einem Segen vor dem letzten Orgelstück. Nun wünsche ich uns allen viel Freude beim Zuhören. Zunächst folgt jetzt Musik von Max Reger, das Wegenlied der Maria. Thank you.
was sagen. Das ist eine rührende Liebesgeschichte, fängt ernst an, ja, von Drachen. Und zwar der Held ist ein kleiner schwarzer Drachen namens Ohne Zahn, richtig? Und da Ohne Zahn, der nachher aber ein Mädchen findet. Das ist der Tagschatten. Und diese Musik, die ich jetzt gespielt habe, die erklingt dann, wenn die beiden fliehen in eine bessere Welt, in ein neues Leben. Und dann sieht man auch zwei kleine Drachen. Ganz süß. So. Erd und Himmel sollen singen vor dem Herrn der Herrlichkeit. Paul Ernst Ruppel, der sowohl den Text dieses Liedes geschaffen hat, als auch die Spiritual-Melodie dazu ausgesucht hat, ist im gleichen Jahr 1913 geboren wie unser Heinz Kutter, von dem wir eben diese Choralvorspiele gehört haben. Und er ist nur 2 Jahre jünger als dieser Verstorbene, nämlich 2006, also auch sehr alt geworden. Das sei hier nachgetragen, es steht ja nicht im Programm, dort sind nur die Daten der Komponisten aufgeführt. Bei unserem Lied war Ruppel aber Liederdichter und hat die Melodie nicht selbst geschaffen, sondern ausgesucht, von einem Spiritual übernommen. Aber er war ansonsten auch Komponist und daneben eben Kantor und Chorleiter. Ruppel schuf zahlreiche Werke für Chöre und Posaunenchöre. Er entstammte aus einer baptistischen Familie in Esslingen am Neckar, also aus meiner Heimat. Er arbeitete als Lektor und Bundessingwart sowie als Schriftleiter und Kantor des Christlichen Sängerbundes. Ruppels Melodien finden sich in vielen kirchlichen Liederbüchern, unter anderem in freikirchlichen Gesangbüchern und eben in unserem EG und im katholischen Gotteslob. Er verknüpfte Impulse aus der Singbewegung mit den freieren Rhythmen aus Jazz, Gospel und Spiritual. Im Bereich der freien Singformen, Kanons und ähnliche Formen hat er sich virtuos betätigt, sodass beispielsweise das evangelische Gesangbuch, aber auch das Gesangbuch der evangelisch-methodistischen Kirche ganz entscheidende Beiträge von Ruppel aufweist. Weltweit bekannt wurde sein Kanon nach Psalm 113. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn. Wer hat das nicht schon gehört und gesungen? Aber auch geistliche Oratorien und rhythmische Gospelbearbeitungen aus seiner Hand gehören zum Kernrepertoire vieler Kantoreien. Ruppel hat zahlreiche Singwochen und Dirigentenschulungen geleitet und so maßgeblich Einfluss auf die christliche und hier insbesondere auf die freikirchliche Chorarbeit gehabt. Er war außerdem Mitarbeiter in der Arbeitsgemeinschaft für ökumenisches Liedgut. In unserem Gesangbuch ist er mit einem Dutzend Lieder vertreten, für die er den Text oder die Melodie oder beides beigetragen hat.
dazu in so bekannten neueren Liedern wie Gottes Liebe ist wie die Sonne, die wir aus Zusatzliederbüchern singen. Unser heutiges Lied ist 1957 entstanden. Es ist ein Loblied auf Gott, den Schöpfer Himmels und der Erde, wie wir ihn am Anfang unseres Glaubensbekenntnisses nennen. Den einen Impuls zu seinem Loblied entnahm er dem gregorianischen Hymnus Corde Natus Exparentis von Aurelius Prudentius Clemens, der etwa um 405 entstand. Und für die Melodie griff er zurück auf das Spiritual Singing with a Sword in My Hands, Lord. Doch hören wir, was er selbst 1996 im Rückblick zur Entstehung des Liedes sagte. Hier also eine Liedeinführung von Paul Ernst Ruppel selbst. Er schreibt das so. Das Spiritual Singing with a Sword in My Hand, Lord, hat mich schon immer fasziniert. Singen gleichsam als Waffe des Glaubens. Und als ich dann beim Suchen nach einer neuen Melodie zu einem alten Hymnustext auf diesen sonderbaren Zusammenklang und Zusammengang stieß, war das neue Lied da, das sich sehr schnell verbreitete. Melodisch zog mich die pentatonische Melodie an, die offen und schwebend und darum besonders geeignet für Kinderlieder ist. Ich suchte dazu einen Weihnachtstext und stieß auf den alten lateinischen Hymnus, den ich übersetzte. Meine dritte und letzte Strophe lautete: Unser Lied allein soll preisen ihn, den Herrn der Herrlichkeit. Unser Leben Dank erweisen, loben Gott zu jeder Zeit. Halleluja, dienen ihm in Ewigkeit. Paulus Stein ergänzte zwei weitere Strophen, die im ökumenischen Liederbuch Shalom aufgenommen sind. Davon wurde eine hier als dritte Strophe angefügt. So viel also Ruppel selber im Rückblick über die Entstehung des Liedes. Auf den gregorianischen Hymnus, der Ruppel inspiriert hat, will ich noch kurz eingehen. Er besingt zunächst ein weihnachtliches Motiv, die Menschwerdung des ewigen Gottes in Jesus Christus durch die Jungfrau Maria. Die erste Strophe lautet so, vom Latein ins Deutsche übersetzt: Aus des Vaters Herzen geboren, vor Anbeginn der Welt, Alpha und Omega genannt, ist er selbst Quelle und Ziel von allem, was ist und von allem, was sein wird. Und die fünfte Strophe, der Abschluss, lautet so: Lasst uns den Vater verherrlichen in wohlklingenden Lobgesängen. Besingen wir auch die Herrlichkeit Christi, dem aus der Jungfrau als Mutter geborenen, und Herrlichkeit für alle Ewigkeit, dem ruhmreichen, dem größten Heiligen Geist. Es mündet also alles ein in ein Lob der Dreieinigkeit. Welche Vorstellungen von der Schöpfung haben wohl Paul Ernst Ruppel und Paulus Stein, die Liederdichter der drei Strophen, bewegt? Im Angesicht des Weltalls überwiegt das unermessliche Staunen. Dieses Staunen fließt in das Bild, dass das ganze Weltall, Sterne, Planeten, Milchstraßen, für Gott singen, ihm danken und ihn loben. Die Schöpfung verweist zurück auf den Schöpfer. Das Geschaffene verweist zurück auf den, der es geschaffen hat. Und noch dabei ist zu schaffen. Das erinnert an das Lob Gottes im Psalm 104. Dort heißt es: Herr mein Gott, du bist sehr herrlich, du bist schön und prächtig geschmückt. Licht ist dein Kleid, das du anhast. Du breitest den Himmel aus wie einen Teppich. So haben wir auch im letzten Erntedankfest wieder hier miteinander gesprochen. Als ein Gottes aus deinen Odern, so werden sie geschaffen. Und du machst neu die Gestalt der Erde. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewig. Der Herr freut sich seiner Werke. Das Lied eignet sich auch besonders für dieses Fest. Der Beter dieses Psalm lässt das Lob Gottes aus dem Staunen über die Schöpfung wachsen. Und das Klanglied geht noch einen Schritt weiter. Die Elemente der Schöpfung loben Gott selbst aus dem Staunen über die Welt heraus.
Und wenn das dann mit dem Schwung und der Begeisterung des Gospelsangs gesungen wird, den Ruppel sich dafür zum Vorbild nahm, dann spüren wir dieses Lob Gottes nicht nur im Hören, sondern auch bewegt es auch unsere Herzen und der Rhythmus der Melodie ergreift einen. Ermuntert zum Mitmachen, mitklatschen, mitdanken. Schweigen wäre undankbar, sagt das Lied. Darum kannst auch du nicht schweigen vor dem Herrn der Herrlichkeit, deinen Dank ihm zu erzeigen. Lobe Gott zu aller Zeit. Die Liederdichter, der Komponist, die Sängerinnen und Sänger, sie alle sind sich einig, es geht gar nicht anders. Ich muss es einfach sagen, es kommt aus tiefstem dankbarem Herzen heraus. Es ist der Jubelruf des Dankes, das biblische Halleluja, das hier seine zeitgemäße Vertonung findet. Das ist das angemessene Lied für jeden Gottesdienst, bei dem es um das Lob des Schöpfers geht. Ja, und jetzt wollen wir das Loblied gemeinsam singen. Erd und Himmel sollen singen vor dem Herrn der Herrlichkeit. Thank you.
Mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.